Jojo, Leute, was geht? Auf jeden Fall, ich grüße euch aus meiner Hut 63 Rottgau, heute mit dabei Pietro Mangiare, was geht? Was geht, Leute, an der Hashtag Radio Balotelli? Hashtag Radio Balotelli für das krasseste Format aller Zeiten. Ich weiß, das krasse Format. reagieren wir aber nicht auf Radio Balotelli, sondern auf Roberto Carlos, the most unstoppable goals ever, man. Yeah, Man. 50.000 likes. Yes, man. And, Legendary Profile Picture with Sir Alex Ferguson und Cristiano Ronaldo, Sancho Vero, Felipe Dalema. Genau, alle. Genau, alle. Wir springen rein. Auch sehr sympathisch, wenn ich jetzt schon, Digga, wie er sein Logo reinmacht. Gucken Ja. wir uns doch mal an. Legendär unten links, wie es reinfliegt. Wow! Das sind die Moves. Warte, ich muss ein bisschen leiser machen, weil am Ende wird meine Musik wieder gestrikt. Danke YouTube an der Stelle. Ein Hashtag danke YouTube und Hashtag danke Antonio Conte einfach. Danke, danke, Antonio Conte für alles und Roberto Carlos hat nur bei einem Verein seine Leistung nicht gebracht bei Inter. Danke. Und noch ein Hashtag bitte. Und das sind die Hashtag. Was war noch? Ich hab's mir erst vergessen. Was war der erste? Also Hashtag Conte, danke Conte. Was war der erste Hashtag? Radio Balotelli. Hashtag Radio Balotelli und einmal noch der dritte Hashtag, Hashtag danke Pep, dass du den Fußball kaputt gemacht hast. So, jetzt schauen Danke. wir. Die Siegerfaust. Boah, guck, Hublot. Leute, das leisten wir uns irgendwann. Dank eurer Leistung und dank des Erfolges von Radio Balotelli. Boom. Klick, klack, boom. Also ich würde sagen, Buffon hätte den gehabt, oder Max? Also, er hat den Ball Oh hätte den Ball gehänt in den Händen gehabt, nachdem er rausgefischt hat. Au! oh. Eis. Boah. Ja, und denk. Alle. Figo stoppt ihn. Halt den Weltfußballer 2000. Boah. Alle. Warte mal, der Typ, der hat gerade einmal Boden gedreht. Guck dir das mal an. Vielleicht schauen wir da. Digga, aus dem Strahl, Alter. Boah. Boah, und Chip hat auch mal so einen für die Eintracht rausgehauen. Du Basti. Da war ich noch. Komm, dann schick dir die Küsse zu Radio Balotelli. Egal, aber. Boah. Ey, guck mal, aber wo der den entlang schießt, so. Okay. Der Ja, schießt die. einfach in die Mitte, aber der hält ihn trotzdem nicht. Easy. Der Torwart war dran, er hat seine Hand gesprochen, safe. Boah. Boah. Digga, ein Gott der Freischüsse, wirklich. Vor allem in dem Jahrgang, Alter, muss man sich ja streiten bei Real um die Freistöße, Alter, mit Beckham, Figo, Roberto Carlos, Ja, aber die dann wahrscheinlich auch noch da, Ronaldo. oder? Wer? Die dann war auch da, oder? Ja. Ja. Da steht er doch links mit der Halbglatze. Ja, die Glatze, alle. Oh, das war doch, ja, alle, da, bitte, bitte. Alle, das ist zu krank, ne? Ja, das ist zu wild, Alter. Das überhaupt zu probieren ist schon so frech. Boah. Ey, für mich der krasseste Außenverteidiger, den es je gab. Ist echt so. Auf Kosten anders. Neben Maicon 2010 natürlich. Boah. Und außer wenn Gallardini Außenverteidiger spielen würde. Dann auch, ja. Alter, da hätte ich doch Angst. Boah. Ey, guck mal, normal, du denkst ja, der Freistoß war verkackt, aber einfach trotzdem Tor. Vier-null. 4-0 nach 15 Minuten, wer kann sein? Boah. Einfach flach, Digga. Ey, das sind die schwersten Bälle zu halten. Ja. Ich muss sagen, der erste flache Freistoß, der mir in den Sinn kommt, ist tatsächlich, ja gut, der ist auch gut. Oh, Doppelpanner. War der von Ronaldo gegen Bayern 2014. Der war so schön. Gegen Neuer die Pfeife, Ja. da hat er gedacht. Also gedacht, er wäre der beste Torwart und könnte jeden stoppen. Tschüss.
Von wie weit auch, ne? Ich würde ja gerne mal ein Freistoßduell sehen zwischen dem Roberto Carlos, zwischen David Beckham und CR7 in seinen Menu-Zeiten. Das hätte ich gern gesehen. Ist ja geil, ne? Boah. Ja, 9 oder was? Ah, ja. Ja, Mann. Digga, so ein Pass. Da würde ich mich selber schämen, wenn ich den nicht reinmache. Von so einem schönen Pass. Boah. So viel Spin, Digga. Alter. Das lernst du nur in Brasilien, sowas. Hand aufs Herz. Das lernst du nicht im Kirchhaus Offenbach auf dem Straßenplatz neben am Biberer Berg. Jetzt komm, ich zieh mal rein. Boom. Oh. Wunder, dass der Ball. Ein Wunder, dass der Ball dann nict durchs Tor fliegt und dann noch ein Netz ist. Echt so. Oh, wow. Das ist das Legendäre, Digga. Das Legendäre. Das Ding ist, ey, jetzt mal Hand. Guck mal, die, guck mal, guck mal jetzt, guck ja, mal ja, jetzt. Ja, ich weiß, Katrin, aber das Ding ist, bevor das wir es jetzt angucken, das sieht, ich will's ja mal, ich will dich nicht erteilen, aber aus der Perspektive sieht das gar nicht so krass erstmal aus. Aber wenn man dann diese andere Perspektive sieht, so jetzt denkst du so, hä, okay, ja, aber so jetzt. Was ist das? Gegen jede Physik. Die Kamera ist nicht mal schnell. Physikalischen Gesetze. Komm, die Kamera ist nicht mal schnell genug. Boah. Oh mein Gott. Tschüss, Digga. Einfach mal Volley genommen, Digga. Scheiß drauf, Digga. Scheiß drauf, Digga. Scheiß drauf, Digga. Boah. Ja, ich muss sagen, ich habe im Hinterkopf die ganze Zeit Radio Balotelli, muss ich halt fairerweise sagen. Ich auch, ich hab nur das im Kopf irgendwie. Boah. Oh, boah. Der war so schön. So ungewollt, aber trotzdem schön. Einmal einen Rasen meinst gedreht. Du ungewollt? Ja, ein bisschen Rasen gedreht hat er schon, oder? Ja, obwohl, ja. Meinst du? Ja, könnte so ein Ding zwischen gewollt und ungewollt sein. So wie die größten Teil der Tore in der F-Jugend. Die Mauer geht einfach auseinander. Beste Mauer der Welt. Warte, war das bei Juve nicht auch die Saison gegen Porto und jetzt Champions League? Und diese Mauer die haben aufgemacht. Ist der Torwart gegen Lappe gesprungen? Gegen Pfosten, meine ich? Gegen Pfosten, ja, einfach so auf trocken. Aaron Mann. Oh, hat die Entfernung wieder. Ey, die müssen einfach. Das erinnert mich an mich selber, Digga. Die müssen diese Kamera, die müssen die weiter wegziehen. Das war genauso wie bei mir in der Schule, weil ich ja drei Vornamen habe und einen Nachnamen, ist ja klar. Und dann wusste ich immer schon genau, da wo die Zeile länger ist, da in den Kursen bin ich dann immer, weißt du? Genau das erinnert mich an die Kameraeinstellung. Ich musste extra eine Kamera mit einem weiteren Winkel holen. Max Hartmann hat auch mein Video kommentiert. Welches? Auf Radio Balotelli, glaube ich. Aber er hat mit Simone Inzaghi hat er kommentiert. Was soll das? Anstatt der mal. Ja, das, er will halt damit sagen, dass es der neue Trainer ist. Er will uns damit sagen. Aber das haben wir ja gesagt. Ja. Der Torwart war stark. Um Gottes Willen, Alter. Was 8 Metern. Ich verstehe nicht, warum der. Um Gottes Willen. Aber das war echt los, das Tor war, jetzt mal ehrlich. Ja, ist ja richtig los. Also das hätte ich ja nicht ins Bett aufgeklatscht, muss ich sagen. Das war los, als heute der positive Schnell-Corona-Test in Jügesheim. Und Grüße danach. Was positiv? Ja, nee, nicht ich, alle. Ich wollte, ja, ich warte. 40 Sekunden muss ich mir das Video noch angucken, dann kann ich die Real-Life-Story noch am Ende raushauen. Ja, das ist eigentlich eher was für Radio Balotelli. Ja, das bekommt alles dann an. Das machen wir einfach nochmal rein dann. Wie bei den ganzen großen YouTubern. Die machen einfach zweimal, viermal Klicks aufs Video, obwohl die zweimal selber hochladen. Innerhalb von einem Monat halt so, damit es sich auffällt. Easy. Boah, die Hosen damals waren so kurz einfach. So, jetzt hey, meine lieben Freunde, das war's dann schon wieder. Und jetzt noch der große Retalk. Also Leute, Rottgau, Jügesheim. So, ich würde sagen, Luftlinie 25 Meter entfernt von der Rottgau-Passage ist ein neues Testzentrum. Auf jeden Fall, ich wollte mich einfach mal entspannen, mir das Ding durch die Nase ziehen lassen.
Und einfach, ich muss dann 10 Minuten länger warten, 10 Minuten meine kostbare Zeit, 10 Minuten nicht länger dem Talk Radio Balotelli hätte zuordnen können. Aber nein, weil da irgend so ein Spacko positiv getestet werden musste, musste ich da 10 Minuten länger draußen warten, weil die da alles drin desinfizieren mussten. Um mir nur danach das durch die Nase ziehen zu lassen, und da ich negativ bin. Finde ich eine absolute Frechheit. Ja. Das an dieser Stelle. In der Reaction zu Roberto Carlos. Ja. Leute, ich wollte euch auch noch was erzählen. Also ganz ehrlich, ich habe vorhin die Wäsche aufgehängt. Das ist auch ganz wichtig. Ja, wir konnten das leider nicht in Radio Balotelli reinbringen. Weil wir mussten uns, in der zweiten Folge. Wir mussten uns für zu viel Zeit opfern, das perfekte Thumbnail rauszusuchen. Aber es hat sich gelohnt. Und, ist echt so. Und man beachte die Lautsprecher. Sie sollen einen Alarm widerspiegeln. Kasin, ich habe schon den zweiten Namen für unsere zweite Folge von Radio Balotelli. Make Italian Football Great Again. Ja, das ist ja nicht gut. Also Leute, wir sehen uns auf jeden Fall bei den nächsten Folgen Radio Balotelli, dem neuen Top-Format. Und Leute, macht euch keinen Kopf. Reactions kommt, alles kommt. Wir haben vorproduziert bis zum geht nicht mehr. Wir sind top in Schuss und wir machen immer weiter für euch. Macht's gut, meine lieben haut Freunde. Haut rein und denkt dran, in eurer nächsten Instagram-Story grüßt einmal die Rotko-Passage. Ich danke euch. Bitte. Ciao, ciao.